dazukommen, das macht ja gar nichts. Sie können ja jederzeit und immer einsteigen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, die meisten, die kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin Heilpraktikerin seit 15 Jahren, mache seit März mit Leihfarm aus eigener Erfahrung raus, aus der familiären Erfahrung. Und ja, ich war relativ schnell ganz, ganz begeistert. Und habe natürlich auch selber mittlerweile viele Erfahrungen sammeln können, viele Erfahrungsberichte. Und ja, deshalb sind wir ja eigentlich hier. Also ich frage einfach mal, ob jemand gleich einen Erfahrungsbericht bringen würde. Ansonsten wüsste ich nämlich schon ganz genau, wen ich gerne aufrufen würde. Ja, ich würde mich ganz arg freuen, wenn Marino heute was dazu sagen würde. Eine Woche Laminein, aber richtig Hardcore-Laminein. Und ich fand, also ich musste ein paar Mal so lachen, wenn er mir Sprachnachrichten geschickt hat. Ich echt dachte, er hat sich angehört wie so ein Duracell-Hase auf Speed. Gell? Also das war richtig krass, ja. Von dem her war das richtig, richtig toll. Ja, und es wäre schön, wenn er da heute irgendwie so die anderen noch ein bisschen dran teilhaben lassen könnte. Marino, hast du Lust dazu, was zu sagen? Ja, das kann ich eigentlich schon, ja. Ja, das wäre sehr schön. Ja. Genau, mit meinem Schweizer Akzent. Ja, herrlich. Ja. Der Andi, ja, der hat, und du natürlich, also wir sind ja schon länger in Kontakt und so, und ja, ich war ein harter Brocken. Und ich habe gesagt, die Produkte müssen mich einfach überzeugen, bevor ich da nur irgendwie überhaupt etwas mache. Und ja, bin jetzt seit Samstag bin ich die Produkte am Nehmen und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin in einer ziemlich heftigen Phase gerade. Also dieses Jahr eigentlich fast keine Ferien, Umzug, jeden Tag 9,5 Stunden, fast 10 am Arbeiten. Es ist echt heftig. Ich war echt ausgebrannt bis letzte Woche und habe am Samstag gestartet. Andi hat gesagt, komm, gleich mal ein bisschen forscher an die Sache. Habe 6 bis zum Teil sogar 9 Laminein genommen, also die erste Dose ist bereits leer. Und am Montag bin ich das erste Mal so richtig geflogen, also ich kam nach Hause, normalerweise würde ich mich hinlegen. Ja, und dann habe ich so meine Wohnung gesehen, habe so gedacht, eigentlich könnte ich mal aufräumen. Dann habe ich da Staub gesaugt und dann habe ich das Badezimmer feucht aufgenommen, dann habe ich gekocht. Ja, ich war einfach bis 9 Uhr voll on Action. Und gestern war es ein bisschen Durchhänger, muss ich ganz ehrlich sagen, sogar mit Durchfall, aber das war vielleicht so eine Entgiftungsphase kurzfristig, bisschen so, ja, wieder ein bisschen platt und heute ist wieder geil. Ich bin seit 4:15 auf, und habe heute gesungen und geackert und ja, es ist richtig geil. Und meine Pickel sind besser. Hier hatte ich um den Mund so Pickel, die sind besser, also sind eigentlich nicht mehr da, von dem her besser. Ja, also für 5 Tage muss ich sagen, echt geil, bin begeistert. Schön, und das war wirklich eine harte Nuss, dich zu begeistern, gell? Ja, weil ich dachte, ich habe schon das Beste. Aber ja, man kann sich auch täuschen. Naja, also es gibt ja auch vielleicht mehrere Dinge, die einfach unterschiedlich gut sind. Na, ja. Das gibt, also Laminein finde ich halt einfach, das hat was. Also gerade bei Erschöpfungszustände, da ist es wirklich immer so, dass man die positiven Rückmeldungen kriegt. Ja, wirklich, also durch die Bank, ich habe noch keinen erlebt, der mir gesagt hat, ach nö, mir geht es nicht besser. Ja, also ja. Das ist Fliegen jetzt wie du, gut, okay, das ist natürlich auch echt eine krasse Dosierung gerade. Ja, klar. Aber vielleicht auch einfach notwendig. Und ich denke ja, dass gestern, also wenn dein Körper einfach da wirklich raushaut mit Durchfall, das war mit Sicherheit eine Entgiftungsreaktion. Das glaube ich schon. Das hatten wir das letzte Mal, als ich den Zoom-Call gemacht habe, haben wir es auch so von Entgiftungsreaktionen gehabt, die eigentlich immer kommen. Ja, das kann Kopfweh sein, das kann wirklich mal Durchfall sein, Schwitzen vermehrt. So diese ganzen Sachen, wo der Körper einfach was loswerden will. Und das muss man auch wissen und das muss man den Leuten auch sagen. Ja, nicht, dass die da irgendwie so, oh Gott, ich habe Kopfweh, das tut mir nicht gut, ich setze es gleich wieder ab. Ja, das wäre also grundverkehrt, sondern schon wirklich weitermachen. Cool, vielen Dank. Da bin ich immer gespannt, was du da nächste Woche hast. Genau. Da ist wahrscheinlich die Wohnung bis dahin renoviert oder so. Ne? Nee, so. Gut. Und auch ganz spannend finde ich das, dass es mit der Haut so schnell besser wird. Ja, wirklich. Also weil es war jetzt einfach offensichtlich die letzten Monate.
Ich hatte wirklich ständig, die kamen immer wieder und die sind jetzt wirklich, also ich habe da schon noch so einen, aber ja, es ist kein Vergleich mehr, es ist definitiv besser. Okay, cool. Ja. Ja, danke dir. Super. Ja, das ist natürlich geil, wenn es natürlich, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eh relativ gut anspreche, aber jetzt bin ich trotzdem, es ist jetzt überdurchschnittlich gut und wenn natürlich das durchs Band so ein bisschen anschlägt bei den Leuten, ja, das ist das Allerwichtigste. Ich meine, wenn man was spürt, dann ja, kann man damit arbeiten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich Leute gibt, die merken nach der ersten Kapsel was. Ja, so getreu dem Motto, boah, was ist da drin? Mir geht es schon viel besser. Und es gibt aber auch Leute, da braucht es einfach, boah, weiß ich nicht, 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen, ja, bis wirklich so was Durchschlagendes kommt. Ja. Toll, wenn es bei dir wirklich so schnell dann auch greift. Cool, cool. Finde ich super. Guck, gut, dass du auf den Andreas und mich gehört hast. Ha? Ja, was lange währt, wird endlich gut. Irgendwie so. Ja, passt, aber ist doch klasse. Super. Okay, vielen Dank. Hat sich schon irgendjemand gemeldet oder müssen wir selber was erzählen? Meinst du mich? Ja, du darfst auch gerne was erzählen, klar. Ach so, ich dachte, das ist schwer gemeint. Bis jetzt noch nicht, aber ja, ich wollte gerade nochmal dazu sagen, weil Marino das ja auch so gesagt hat, dass wir auch daran halt sehen können, ne, dass man damit also auch experimentieren kann, ruhig. Ne. Es kann einem ja so gesehen nichts passieren. Wir sehen es ja an Marino, wenn er jetzt 9 Stück am Tag genommen hat, okay, aber dann gut gehypt, ne? Aber es zeigt auch, dass es was bewirkt. Es zeigt auch, wie schnell es was bewirken kann. Und hier, wenn man eh gerade in einer Down-Phase ist, ich habe auch gerade meinem kleinen Bruder, also 21, aber für mich ist er klein, habe ich auch gerade noch 2 einfach so verordnet, sage ich mal. Natürlich nicht offiziell, er hat sie freiwillige genommen, nachdem ich ihm sie empfohlen habe, so, um das korrekt zu sagen. Aber man kann daran sehen, es kann schnell kommen und man kann eben auch spielen, man kann hochgehen mit der Dosis eines Teils der Produkte, man kann runtergehen, je nachdem, wie man reagiert oder wie man eben auch nicht reagiert oder eben nicht schnell genug reagiert. Man kann damit spielen und das sieht man an solchen Beispielen. Ne? Und dann extrem an dem, wie du es gesagt hast, dass bereits nach der Einnahme von der ersten schon irgendwie was passieren kann. Und wenn man gerade mal sich einfach mal gut fühlt, ja, wenn es mal so warm durch einen durchläuft und man sich gerade gut fühlt, das ist ja schon mal was. Gell? Ja. Aber ich sehe, wir haben auch eine Wortmeldung vom Thilo. Ihr könnt euch selber freischalten, wenn ihr links unten auf das Mikro... Ah ja, genau, prima, hat er schon. Ja, leg los. Hallo zusammen. Also ich sehe erstmal zu mir, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Der eine oder andere kennt mich schon. Zu mir, bin 38, bin vom Bodensee, habe 8 Kinder, habe jetzt auch noch ein Enkelkind. Und ja, da muss man stramme Nerven haben. Und dank Lemonline, ja, kann nur sagen, ich bin nichts mehr aus der Ruhe, auch meine Frau nicht mehr. Und ich habe auch einige Erfahrungsberichte zu mir selber. Einmal bin ich viel gechillter, zweitens, ich arbeite Früh- und Spätschichten, dann stelle ich halt meinen Lemonline immer, ja, je nach der Zeit ein, nimm es halt 1,5 Stunden Woche, bevor ich arbeite, dann bin ich aber wirklich morgens um 5:30 top und volle Leistung, bin voll ansprechbar und ja, wenn ich Spätschicht habe, nehme ich es halt dann ein bisschen später, schlafen tue ich wie ein junger Gott, habe ich auch keine Probleme mehr. Ja, ich habe eine Warze gehabt an der Hand, die ist auf einmal verschwunden. Dann meine kleine Tochter, die war derzeit 8 Monate alt, wo man, die hat hier an den Wangen so Exzesse gehabt. Und da war damals noch der Dr. Anducher live mit bei. Und ja, dann haben wir das Lemonine aufgemacht, mit Wasser vermengt, haben praktisch eine Lotion von gemacht, haben das aufgetragen. Ja, noch nicht in meiner Woche waren die komplett verschwunden, aber sämtliche Cremes und Mittel und Zeug, was wir von der Kinderärztin gekriegt haben, die haben gar nichts gebracht. Ja, dann mein Papa, der hat sehr starke Herztabletten nehmen müssen. Der ist jetzt 69 und ja, ich glaube, 1 oder 2 nimmt er noch in der Woche. Und vorher waren es 2 bis 3 am Tag. Hat sich auch brutal viel geändert. Ja, das waren erstmal so kleine Erfahrungsberichte. Ich darf jetzt noch mal ganz schön nachfragen. Du bist 38, hast 8 Kinder und bist auch schon Opa. Ja, seit 3, 4 Wochen jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
Jetzt sag aber nicht, dass alles durch Laminein kommt, sonst nimmt das keiner mehr, dann haben die alle Angst. Ja, der nächste Lemonine, oder was heißt Lemonine, der nächste Live-Farm-Aktion ist jetzt bei meiner Schwiegertochter, bei der Gluten- und Laktose-Intoleranz. Und das gehen wir jetzt als nächstes damit an. Okay. Aber da habe ich super Menschen im Team, die Miguel und Pascal. Und da habe ich mega Betreuung und dann starten wir jetzt die Tage. Super. Klasse, vielen Dank. Von anderen Menschen, die ich auch hier kennengelernt habe, die haben es ja schon im Griff bekommen. Deswegen ist ja bekannt. Schauen wir mal. Okay, ich mache wieder stumm, weil hier ist schon wieder laut. Okay, vielen Dank. Gerne. Okay, ja, Wahnsinn. Okay, das haut mich ja dann doch weg, also in dem Alter. Wow, Donnerwetter. Ich kann auch noch schön was dazu sagen, zu dem, dass es einfach schnell wirkt. Und zwar habe ich ja auch einen Student als Sohn, der ist 21, der Fabi, und studiert in Holland. Und der sagt zu mir, wenn er nicht mehr lernen kann, dann pfeift er sich 2 Laminein rein und dann geht es wieder 3-4 Stunden, also auch abends oder bis in die Nacht rein oder so. Also das ist auch so ein Beispiel, dass es wirklich einfach schnell wirkt. Ja, dass man das nicht wochenlang nehmen muss, um irgendeine Wirkung zu merken, sondern wirklich ganz konkret nach diesen 2 Kapseln das auch wirkt. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe auch was Tolles noch. Ich habe an meinem Geburtstag Frühschicht gehabt. Dann habe ich abends einen Musiker gebucht gehabt. Ich war eigentlich ziemlich klinisch tot, muss man sagen. Dann habe ich 6 Lemonheim mir eingehauen. Ja, die Party war in vollem Gange. Danach, morgens um 5, habe ich geschlafen wie ein junger Gott. Okay. Habe es einfach mal ausprobiert. War der Hammer. So fit war ich dann okay, noch nicht. Okay, ja. Das würde ja das bestätigen, was Marino vorhin gesagt hat. Ne? Das hilft viel. Fit ohne Ende. Ja. Okay. Gut, ich glaube, das muss ich doch auch mal ausprobieren. Also das hört sich ja schon spannend an. Wochenende steht vor der Tür. Lemonheim bestellen. Ja, hey. Super, Dankeschön. Also finde ich cool, ja. Also es ist offensichtlich, gilt an der Stelle dann doch auch mal, viel hilft viel oder mehr hilft mehr. Ja, also werde ich definitiv selber auch mal ausprobieren. Klasse. Ja, Alex, hat sich nur jemand gemeldet, weil ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ja, Nummer 53. Nummer 53, wer ist denn Nummer 53? Und was sind wir heute mal mit dem Versuch inkognito anscheinend, aber bitteschön. Okay. Ja, hallo, grüß euch zusammen. Ich habe eine Information für euch, und zwar meine Tochter hat ja diese komische Krankheit, wo man sich nicht konzentrieren kann. Und die ist jetzt echt drauf, also voll drauf. Die hat mir heute angerufen und hat mich gefragt, ob sie doch eine Lemonine mehr nehmen darf, weil es ist so gut, dass sie das mittlerweile selber ausprobiert. Also früh 2, mittags 2 und die schulischen Leistungen gingen nach oben. Also jetzt circa noch ja, ich würde mal sagen, noch 3 Wochen hat sich das wirklich extrem verbessert. Also wir haben einen großen Abstand zu dem anderen Medikament genommen. Das ist ganz, 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 ganz toll. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Alex, hilf mir, ich habe mich, glaube ich, irgendwie rausgeschmissen. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Hört man mich noch? Ja, du bist da. Nee, ich sehe irgendwie gar nichts mehr. Ich habe mich jetzt, glaube ich, da irgendwie rausgekickt. Du hörst mich nicht. So, nee, wir sehen und hören dich alles gut. Du hast wahrscheinlich nur dein Bedienübersicht runtergemacht, klein gemacht. Guck mal unten in der Leiste, wo das Zoom-Symbol ist. Und dann musst nee, ich sehe was völlig anderes. Ich sehe hier irgendwie eine Werbung oder sowas. Hm. Drück's ganz weg. Cool. Drück's einfach weg. Ich bin weg. Oh Gott. Schrei mal nach deinem Mann. Nee, der ist ja nicht da. Nee, der ist nicht da. Der ist dann. Ja, nicht normal einfach.
Unten musst du noch dein Zoom-Feld wiederfinden, deine Zoom-Maske. Ja, aber ich finde sie nicht. Sie ist irgendwie komplett weg. Ich habe hier eine Werbung. Gibt's doch nicht. Man braucht Escape oder so. Vielleicht kommst du raus. Nee, ich gehe mal schön ganz raus und wieder rein. Das hat, glaube ich, hier keinen Wert mehr. Sekunde. Ja, okay, alles klar. Ah ja, ich wollte noch mal ganz kurz anfügen, um das mal zu überbrücken. Zum Thema schnelle Wirkung hat uns ja auch der Maurice schon mal was erzählt. Der hatte ja kürzlich erst angefangen. Ist jetzt zumindest eine Woche weiter, aber hatte zumindest auch schon von kleineren Verbesserungen gesprochen und erzählt. Ich meine, was die Hörleistung angeht und so ein bisschen das Befinden und das Wohlergehen und das, ja, das hat mich ja auch schon so ein bisschen angefangen. Ne? So, das war ja das Thema eben. Will ich jetzt nicht nötigen besprechen unbedingt, außer du willst, gerne. Aber das hatten wir ja eben zu dem Thema. Ansonsten, bist du noch da, Jacqueline? Klappst ja, du? Jetzt ist alles wieder gut. Ich sehe euch wieder an. Ja, alles klar, schön. Ja, dann schalte ich einfach wieder ein. Ansonsten, Alfred sehe ich wieder froh und munter, wie immer. Schön, dich zu sehen. Gibt es was Neues oder erzählst du uns mal was von dir? Kannst dich mal freischalten. Selber, da genau. Also eben etwas Neues. Guten Abend, alle zusammen. Hallo, ich habe jetzt etwas Neues zur Zeit. Und jetzt aus dem Team jetzt, aber freue ich mich riesig jetzt auf Samstag in Prag jetzt. Mhm. Und ja, wollen wir sehen, was da alles abgeht. Und natürlich hat man auch sehr viele Fragen, die wir dort stellen können. Und ja, wir werden auch den Vicky Suyanto treffen und auch die neue Frau da von, wie heißt das, aus dem Labor da, die diesen Test da gemacht hat mit Digestive. Mhm. Und also ich freue mich jetzt schon, also ich fahre jetzt am Freitag schon hin. Mhm. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen jetzt, was da an dem Tag passiert. Wir sollen uns auch noch gegen etwas mit Orange, gegen etwas gestalten abends. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und Deutschland fahren soll der mitnehmen. Wahrscheinlich wollen ja, die, genau das auch noch. Ja. Auch noch. Ja. Muss mal sehen, ob wir irgendetwas in Orange auftreiben oder ich gehe da irgendwo als Flower Power Zeit da aus den 70er, weißt du? Das will ich sehen. Macht schön Bilder. Ja, genau, macht schön Bilder und Fotos, gell? Ja genau, das machen wir. Genau, also schon ganz gute Beiträge da hören, ne? Aus dem wissenschaftlichen Bereich, von der Firma selber, wie sie dasteht oder was sie vorhaben. Ne? Und auch zur Kreuzfahrt soll es neue Informationen geben. Da hatte ich ja mal ein Webinar zu gemacht, wie man die schaffen kann, ganz nebenbei. Da bin ich mal gespannt. Denn wir sind nicht da aus zeitlichen Gründen, aber dann vertretet uns da schön und sperrt für uns mal die Lauge auf, was es so Neues gibt, gell? Ja, das sowieso. Wir müssen einfach sehen, dass wir irgendetwas Neues erfahren. Ich schätze, wegen Vergütungsplan wird auch noch erzählt. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen. Also da sehe ich das richtig mit Freude entgegen und werden auch noch die Zeit dort wunderbar verbringen. Und treffen natürlich auch sehr viele neue Leute und auch vielleicht hier aus dem Webinar jetzt auch noch manche Leute dort. Mhm. Ja, freue mich riesig. Ja, schön. Aber davon abgesehen, wie geht's dir sonst? Mir geht's ausgezeichnet, immer ausgezeichnet. Gut. Bis irgendetwas schlecht geht, hast du selber Pech gehabt. Ja, klar. Aber nimmst auch noch deine Produkte regelmäßig? Oh ja, hundertprozentig. Also ich bin einfach da total begeistert von den Produkten, was das mit einem eigentlich macht und so weiter. Es ist nicht irgendwo, dass man sich down fühlt oder wenig Energie hat und so weiter. Also das sind echt, also meiner Meinung nach, die besten Produkte, die ich in über 20 Jahren Network kennengelernt habe. Das ist kein Witz jetzt. Mhm. Das sage ich klipp und klar. Und es ist eine Schande, wenn wir das nur für uns behalten würden. Das ist traurig. Ja, deswegen. Wie soll das den Leuten auch weitergeben?
Und außerdem würde ich sagen, mit der Bezahlung oder mit dem Business müssen wir auch noch in den Vordergrund bringen, weil mit dem Bierdeckel-Präsentation jetzt werde ich richtig voller Kanne damit arbeiten jetzt, weil das ist ein Geschäft. Und egal was wir machen, ob ein Arzt in Praxis hat oder ein Rechtsanwalt oder egal wie in irgendwelche Sparte, überall wird Geld verdient. Und wenn wir Menschen gleichzeitig für ihre Gesundheit was tun können, mit hervorragenden Produkten, dann können wir gleichzeitig auch Menschen helfen, 300, 400, 500 Euro, und nach oben gibt es keine Grenzen zu helfen. Das ist mein Ziel mit Life. Sagst du uns, wie lange du die Produkte schon kennst oder schon nimmst? Ich habe die Produkte damals, ich war in Münster gewesen im letzten Jahr. Und da war ich, wie gesagt, dort gewesen und ich habe das alles angeschaut und mit Anduhar gesprochen und so weiter. Und dann habe ich dann begonnen, die Produkte zu nehmen. Und meine Geschichte habe ich schon erzählt, was ich da ursprünglich alles hatte. Und gemerkt ja, dass diese Wehwehchen oder Problemchen, die ich auch noch im letzten Jahr hatte, die sind allesamt weg. Okay. Also mit Schlafen, ich schlafe jetzt wie ein Murmeltier, genauso was der Thilo auch gesagt hat. Und mit Energie jetzt, man muss ja nur aufpassen, dass man abends nicht um 10 Uhr nimmt. Ja. Dann musste ich die Nachbarin wecken irgendwo. Nee, das mache ich natürlich nicht. Aber es ist ehrlich, also wenn ich sagen, also für uns alle, wir sollen einfach die Produkte unter den Menschen bringen. Also was der Vicky Suyanto da gebracht hat oder wie er es entworfen hat, finde ich einfach genial. Und was die Firma für uns auch tut, ich meine auch vom Verdienst, das habe ich auch im Network noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Und deswegen, hier verdienen wir gutes Geld und wir sollen das, diese Geschichte oder diese, ja, würde ich sagen, Geschichte, einfach verbreiten, noch weitergeben an Menschen. Und wir werden immer Menschen finden, die mit offenen Ohren uns zuhören. Ja, da hast du recht. Ja. Auf jeden Fall. Also das sollen wir ehrlich tun. Ja. Das sollen wir tun, weil wir haben dann echt eine Riesenchance hier, auch Menschen zu helfen und gleichzeitig, du hilfst ja auch gleich selber und wir haben echt eine Riesenchance hier. Das soll man nicht irgendwo verpassen. Das ist eine Riesenchance für uns alle Leute. Ja, und es ist vor allem auch eine Riesenchance, dass vielen Leuten wirklich besser geht. Richtig, richtig. Ich erlebe das ja vor allem, wenn man jetzt heute so ein bisschen die Gesellschaft anschaut mit Burnout, mit Depressionen. Richtig. Das ist ja wirklich ein Riesenthema. Ja, also im Grunde jeder Fünfte mindestens erzählt ja, wie schlecht es ihm geht und Burnout, wie schlimm das alles ist und keine Kraft mehr zu arbeiten. Oder also ich kriege es halt auch viel jetzt aus der Mama- und Oma-Sicht mit. Ne? Ich habe ja auch 3 Kinder und einen Enkel. Und auch da, die Frauen, die sind platt, ja, die sind wirklich platt. Und wenn man da was tun kann, dass die einfach wieder ein bisschen mehr in ihre Kraft kommen, Das ist schon ungemein. Ja. Weil ich erlebe es halt auch immer so, auch in der Praxis, die Leute, die sind so ausgelaugt, die sind auch nicht mehr fähig, etwas zu ändern in ihrem Leben. Ja, die brauchen quasi erstmal wieder Kraft, um überhaupt dann Dinge ändern zu können, was notwendig ist. Weil wenn ich nichts ändere, dann wird auch nichts besser. Nur wenn ich so weit unten bin, dass ich nichts mehr ändern kann, dann helfen die Laminaren halt unglaublich gut. Ja, die sind dann erst einmal wieder so, ja, die kommen wieder so weit hoch, dass sie überhaupt wieder ansprechbar sind und dass sie überhaupt wieder wissen, was sie eigentlich jetzt verändern wollen. Und das finde ich so grandios, ja. Und wenn man einfach mitkriegt, dass ansonsten das einzigste Mittel Antidepressiva sind, dann wissen wir halt, dass wir da auf einem besseren Weg sind. Das auf jeden Fall, ja. Wir haben noch einen Vorteil, dass ich einfach dazulegen möchte. Über 50% der Bevölkerung in Deutschland verdienen weniger als 1500 netto im Monat. Wenn wir diesen über 50%, und wenn wir Menschen hier helfen können, ca. 500 Euro zu verdienen, dann ist es wieder ein Drittel, was die zusätzlich verdienen können und teilweise vielleicht für einen Urlaub, vielleicht fürs Auto oder keine Ahnung, was die, wo die irgendwo jetzt Geld jetzt investieren wollen.
das soll unser Ziel sein. Das habe ich mir auch noch dazu genommen. Da habe ich gesagt, man muss einfach den Menschen helfen, weil viele, die zum Beispiel auch finanzielle Probleme haben, das haut natürlich, Depression kommt danach und viele, viele Probleme, Schwierigkeiten und Probleme in der Ehe und was weiß ich, in Familien, weil das haut auch richtig rein. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist bei Burnout ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das stimmt. Richtig. Okay, dann danke dir erstmal für deine, genau, den Daumen hoch. Super. Also das ist wirklich das, wo ich eigentlich immer die Laminein empfehle. Ja, bei jeder Art von Depression, von Burnout oder wenn die Leute auch nur sagen, so ich habe das Gefühl, ich bin in diese Richtung unterwegs. Na, das kriegen ja, oft merkt man es ja dann wirklich, dass man jetzt selber schon denkt, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann geht es irgendwie schief. Und wenn ihr solche Leute im Bekanntenkreis habt, die sind wirklich dankbar für den Tipp. Ja. Ich meine, man muss nicht gleich, wie Marino, finde ich klasse, ja, das hat mir so gefallen, also diese Nachrichten von ihm, wo er da abends um 9 noch irgendwie die Bude da geputzt hat. Ja. Also den Effekt hat es bei mir nicht, das gebe ich ehrlich zu. Ja. Vielleicht sollte ich auch mehr nehmen, weiß ich nicht. Oder ich sollte sie meinem Mann geben oder so, je nachdem. Ja. Aber es tut auf jeden Fall was, keine Frage. Und das ist halt eine ganz, ganz tolle Sache, um auf eine wirklich harmlose Variante psychisch auch besser drauf zu sein wieder und einfach mehr Kraft zu haben. Ja. Ich merke das selber, wenn ich so eine Weile irgendwie nicht nehme oder weniger nehme oder ich hatte auch einmal das Problem, es waren einfach keine mehr da. Ja. Wir wissen ja alle, dass die Firma manchmal etwas später liefert, ja, als man sich das so vorstellt. Ja, und dann stand ich eben mal 5 Tage so ganz ohne da. Also ich habe es gemerkt. Ja, es war wirklich so, ich habe es gemerkt. Und von dem her, ja, gerne wieder, ne? Also gar kein Thema. Auf was ich gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen würde, war das, was Marino auch erzählt hat mit der Haut. Ja, dass bei ihm einfach die Haut so viel besser geworden ist. Andreas hat heute ja auch schon gemeint, also er muss dann demnächst seinen Ausweis mitführen, damit er Alkohol kaufen darf oder so. Ja, er wird auch quasi von Tag zu Tag jünger mit dem Zeug. Aber es ist ja schon was drin, es ist dran, es ist ja Anti-Aging. Ja, und jetzt nehmen wir einfach mal dieses Wort Anti-Aging mal so mit, weil es eben auch so ein ganz großes Wort ist. Also ich weiß das noch von anderen Netzwerken und von Werbungen, dass eben dieser Anti-Aging-Markt ist der Markt, der in den nächsten Jahren wohl am meisten wachsen wird. Ja, und zwar sowohl in die gesundheitliche Schiene, als auch natürlich in die kosmetische Schiene. Und da, finde ich, ist es durchaus auch eine interessante Kombination, das Lamiderm und das Laminein, also quasi eben Schönheit von außen durchs Lamiderm und eben diese Schönheit von innen durchs Laminein. Also das ist auch was gar nicht, was, finde ich, immer so ein bisschen noch bei uns im Hintertreffen ist. Ja, das Lamiderm bei mir selber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist bei mir so von diesen 5 Produkten eigentlich das, was immer am wenigsten Erwähnung findet. Aber ich glaube, es ist nicht gerechtfertigt, dass es so ist, weil ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten einfach sehr, sehr positive Erfahrungen gehört. Und Andreas hat vorhin auch mal Bilder gezeigt von einer Dame, die auch bei Lifearm auch so mit in unserem Team dabei ist. Es ist eine ganz tolle, darf ich sagen, ältere Dame. Ne? Das darf man dann schon sagen, weil sie ist, glaube ich, schon 80. Gell? Und also auch da verändert sich einfach noch ganz, ganz viel. Ja? Kann man die Bilder nochmal zeigen, Andreas? Oder? Wie mache ich das denn jetzt? Der bereitet es gerade mal vor nebenbei, ja. Also wenn er die Bilder hier reinkriegt, das wäre, also achtet mal so vor allem auch auf die Tränensäcke, die fand ich so... In der Zeit können wir die Birgit vielleicht mal sprechen lassen, die meldet sich nämlich und will wahrscheinlich was dazu sagen, dann bis dahin hat der Andreas seine... Ja, perfekt, gerne Birgit. Ja? Ich geh mal auf die Meldung. Birgit, dann bitteschön. Ach ich? Okay. Ich wollte sagen, ich habe das Lamiderm für jemand anders bestellt und habe dann mir das selber genehmigt und habe ihr dann über Autoship ein neues bestellt und
ich konnte nicht die Finger davon lassen. Und es ist also wirklich ganz toll, einen Tropfen auf den Handrücken, tupf, 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 dann verteilen. Es wird auf einmal immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also man ahnt gar nicht, wie lang dieser kleine Tupfen oder wie viel das abdeckt. Okay. Und ich bin also total begeistert und werde das jetzt durchziehen. 30 Tage mir das anschauen und habe vorher ein Foto gemacht und werde dann noch ein Foto machen, was an kleinsten und kleinen Fältchen verschwunden ist. Ja. Also ich finde es total schön. Hat also bei mir die Wirkung, ich hatte also diese schlimmen Hände, wo lauter Knödel so an den Gelenken entstanden, jucken erst, dann taten sie weh wie ein blauer Fleck, als wenn man mit dem Gummihammer draufgehauen hat. Dann musste ich zum Arzt und habe alles Mögliche bekommen. Cortison, Methotrexat, wer es kennt, also ganz schlimme Sachen, um das zu stoppen. Es hat es auch gestoppt, nur irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mag mir das nicht länger in den Bauch spritzen. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das war giftig. Und dann kam Michael Hart und hat erzählt, dass er alles losgeworden ist von diesen Veränderungen. Und ich muss sagen, seitdem ich Laminar nehme, ist nichts mehr gekommen. Und ich verliere auch nichts mehr aus der Hand. Also ich habe alles hingeschmissen immer und die Hand ging von selber auf und die Flasche flog hin. Also ganz doofe Sachen passiert. Oder ich konnte auch kein Papier zerrupfen oder irgendwas mehr. Und ich stand vorgestern an der Papierabfuhrtonne und habe dickste Kisten zerrissen, also Pappschachteln zerrissen, ohne Schmerzen, ohne, ich habe Kraft, ich kann eine Sektflasche aufdrehen mit der Hand, ich kann Gurkengläser ohne Hebel aufdrehen. Also es ist unglaublich, was ich wiederbekommen habe. Natürlich hatte ich das vorher, aber es war weg. Und ich kann eindeutig sagen, dass das von Laminar kommt. Nimmst du jetzt nur Laminar oder hast du da noch andere Produkte? Ich nehme alles, um Gottes Willen. Also das wäre ja sträflich, wenn ich die anderen nicht nehme. Aber ich habe mir jetzt die Extra-Portion bestellt. Ich habe auch vor, zur Kreuzfahrt zu gehen. Deswegen braucht man 100 Punkte. Und ich habe dann immer auch bei anderen in meinem Team was mitbestellt. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich die Punkte dann auch noch kriege, wenn andere das für mich bestellen. Und ich gebe ihnen das Geld und hole mir das dann wieder. Und habe dann also zusätzlich viele Dosen hier stehen und mache also zwei morgens, zwei abends. Und jetzt bekommt mein Kater, der leider eine Niereninsuffizienz festgestellt hat, das auch in sein Nierenfutter, was er seit vorgestern kriegt. Und er hat das also vielleicht weggeschleckt. Also ich habe eine ganze Kapsel reingetan. Ich wusste nicht genau, ob das zu viel ist. Aber Nee, zu viel gibt es ja da in dem Sinn nicht. Und ich werde berichten, wie es ihm geht, ob wir ihn retten können. Aber er wurde immer dünner, von 9 Kilo auf 6. Also er sieht aus wie so ein halbes Gerippe. Natürlich sind 6 Kilo Katzen normalerweise normal, aber für ihn nicht. Ne? Also er war schon Panzerkreuzer Potemkin, aber hat jetzt, sieht jetzt mager aus. Okay. Ja, finde ich total interessant, weil ich auch selber mit meinem Hund eben diese Wahnsinnserfahrung gemacht habe, der einfach total kaputte Gelenke hatte, nur noch gehinkt ist und 20 Minuten spazieren gehen, dann lief sie schon wieder hinken zurück, Stöckchenspiel war überhaupt nicht mehr möglich. Ich habe einen schwarzen Labrador und jetzt haben wir ja noch einen kleinen Hund, die ist 12 Wochen alt, so ein Labradudel und die ist natürlich auf Action gepowert, ne? Und es funktioniert. Meine Große, die ist wieder wie früher, ja. Also das ist so toll. Die hat einen schlimmen Autounfall vor 2 Jahren gehabt. Und die Ärztin hat damals gesagt, irgendwie sind die ganzen Bänder wohl gerissen bei dem Hund. Ja, also man konnte auch nicht operieren, weil man gar nicht gewusst hätte, wo hätte man anfangen sollen. Die ist im Auto halt oder vor ein Auto gelaufen und das kam mit 50 km/h. Also da kann sich jeder vorstellen, dass es für ein Aufprall war. Wir waren einfach nur Gott froh, dass sie es überhaupt überlebt hat. Und jetzt läuft die läuft wie früher. Ja? Das ist unglaublich. Und ich überlege mir die ganze Zeit, was in diesem Hundekörper wohl passiert. Ob irgendwie die Bänder nachgewachsen sind oder, also es ist mir selber ein völliges Rätsel, ja. Weil ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich schmeiße derer 20 Minuten lang Stöckchen, die rast hin und her und kommt zurück und humpelt immer noch nicht. Ja? Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, was mit diesem Hund passiert. Und ich weiß, wir haben im Team halt einmal die Situation gehabt mit einem Pferd, wo wirklich, bei einem Pferd machst du ja nun eher MRT, das war so ein teures Rennpferd, ne, wo dann einfach das Geld ein bisschen lockerer sitzt. Und das heißt, da gibt es Vorher-Nachher-Bilder und da ist es wirklich so, dass die Bänder nachgewachsen sind. Nachweislich, ja, also du siehst es auf dem MRT. Und ich denke immer, es kann eigentlich bei meinem Hund nicht anders gewesen sein. Ja. Deshalb bin ich jetzt mal ganz gespannt, was du mit Katze mit Niereninsuffizienz erzählst. Also ich denke, kann nur gut sein. Ja?
kann definitiv nur gut tun. Ich habe das Gefühl, dass es bei Tieren eigentlich noch besser wirkt als bei Menschen. Aber ja, das werde ich aber auch ausprobieren, weil ich habe im Moment einen Sorgenpatienten, meinen 93,5 Jahre alten Papa, der leider seit einer Woche auf der Intensivstation liegt und dort nicht vorher einen Schlaganfall bekommen hat. Und der wird hier, also nachdem alle Schläuche und sowas weg sind, er wieder schlucken kann, auch mit Laminein in seinem Bräuchen gefüttert. Da werde ich die Krankenschwester instruieren. Und wenn ich da bin, ihm das auch dann geben oder auf die Zunge geben, dass er es runterschlucken kann, mache halt das Pulver auf und ein bisschen Wasser dazu, falls er die Tablette nicht runterbekommt. Aber da werde ich dann auch berichten, weil ich habe das Gefühl, auch das wird klappen. Auch da werden Nervenzellen wieder gebildet und ja, es wird einfach alles gut. Ich wünsche es euch ganz sehr. Ja, super. Ich sehe gerade hier im Chat, dass da noch eine Frage steht, ob man das einfach übers Futter streuen kann. In dem Vortrag hieß es irgendwie, dass so nur wenige Prozent aufgenommen wird. Aber warum? Das ist doch Quatsch. Also ob ich jetzt die Kapsel nehme oder ob ich das dann so nehme. Ich mache es zum Beispiel bei Kindern auch so, dass ich es in ein bisschen Joghurt einrühre. Ja, ein Kind schluckt mir ja die Kapsel auch nicht. Und von dem her wird es einfach in ein bisschen Joghurt eingerührt und die Kinder nehmen das. Und das, also meiner Meinung nach wirkt das genauso. Ich weiß jetzt nicht, warum da nur ein paar Prozent aufgenommen werden sollten. Ja, also ich würde es bei einer Katze auf jeden Fall übers Futter streuen. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe einen Labrador und die fressen alles. Also die freut sich auch, wenn sie Tabletten kriegt. Das ist da kein Problem. Aber klar, ich denke, das... Man kann es bei der Katze auch mit einer kleinen Spritze ins Mäulchen geben. Man löst es auf in ein bisschen Wasser oder Katzenmilch oder was auch immer. Es darf nur nicht heiß sein, das Getränk. Ne? Also es muss kalt sein. Und dann einfach rühren. Und das gibt ja, ich habe also so kleine Spritzen, die dann auf so und so viel Kilo aufgezogen werden für Schmerzmittel, wenn nach Operationen oder so mit Oxidil. Und das wird dann, nehme ich diese Spritze, mache die sauber, ziehe das auf und dann kriegt das hier so seitlich rein. Und einmal kurz abdrücken, dann ist ihm das zwar im Moment nicht so angenehm, aber dann wird es runtergeschluckt. Ne? Also das geht auch, wenn man das eben nicht mit dem Futter machen will, sondern konzentrierter. Okay, gut. Vielen Dank, herzlichen Dank für deinen Bericht. Der Christian Schneider meldet sich. Haue ich jetzt die Reihenfolge durcheinander? Ja, ein bisschen. Der Andreas wollte die Bilder gerade noch nachreichen, weil wir ja beim Lamiderm waren. Und dann wollte der Maurice noch ganz ein bisschen drüber näher drauf eingegangen wissen. Da können wir vielleicht nochmal über die Inhaltsstoffe und so weiter reden. Und dann müssten wir eigentlich die Handmeldung erst annehmen. Alles klar, machen wir das so. Aber ihr könnt auch in den Chat jeweils schreiben, wenn es vielleicht gerade dazu passt oder so, ja, dann können wir das auch so abstimmen, ne? Thematisch einfach, gerne, kein Problem. Okay. Hast du die Bilder, Andreas? Andreas? Mhm. Ja, hallo, erstmal auch schönen Namen von mir in die Runde. Ja, ich habe also die Erlaubnis von der Helga und wenn ich die Helga hier so benutzen darf, also Helga, ich schenke dir eine Flasche Lamiderm, die tue ich die Tage in die Post, die kriegst du dann von mir. Weil eine bessere Werbung wie unsere Helga, unser Model, gibt es nicht, glaube ich, dafür. Also ich will mal gucken, ob ich das hier so hinbekomme. Und wo sind sie? Also hier ist unsere Helga. Das ist ein Bild, sieht man ja am Datum, vom 24.05. Ja, also wenn man hier mal guckt, so ein bisschen, ne? In die Augen schon mal. Ja, die Augen vor allem, ne? Also die. Ja, genau. So, und jetzt Simsalabim, dreimal durch. Das ist sie heute. Ja. Ja. Also ich finde da, die Helga sind mindestens, ich denke mal, niemand würde auf den Gedanken kommen, dass die Helga schon nächstes Jahr 81 wird oder dieses Jahr, glaube ich, noch. Ne? Hm. Also ganz tolles Kompliment. Helga nimmt das Lamiderm, jetzt nochmal gefragt, ja, oder? Ja, die Helga nimmt jetzt seit 3 Monaten, ich glaube, Lamiderm. Mhm. Und auch, oder seit 2 Monaten erst sogar.
Und sie hat sich heute noch mit mir in Verbindung gesetzt. Ich habe ihr bei der Bestellung geholfen, weil die Helga ist auch so eine Technik-Mulbe, genau wie ich. Okay, aber wir haben es hinbekommen. Aber sie nimmt das jetzt, wenn sie jetzt die nächste Lieferung bekommt, fängt sie im dritten Monat damit an. Okay. Und das Problem dabei ist halt eben, gut, es ist ein hoch, wie sagt man, ein Serum, hochwirksam. Und die Firma verspricht halt eben auch einen länger anhaltenden Effekt. Ne? Aber da kannst du wahrscheinlich mehr zu erzählen, wieso, weshalb, warum, wie ich. Ne? Gut, dann mache ich das mal wieder rückgängig hier. Mhm. Oder ich tue nochmal vielleicht den damit man nochmal genau sieht. Mhm. Also ja, ich finde vor allem die Tränensäcke um die Augen rum. Also das ist schon deutlich, dass das weniger ist. Mhm. Sonst ist das Foto halt leider nicht so ganz scharf. Es wäre schön, ja, wenn man ganz Scharfes machen würde, weil da kriegt man halt dann immer gleich so, oh, ist ja nicht vergleichbar, ist ja nicht scharf. Ja, gut, aber ich denke mal, das hier kann man nicht wegleugnen. Ne? Auch hier. Nee, kann man nicht. Das ist auch kein Thema. Mhm. Okay, alles klar. Moment. So, und da sind wir wieder. Okay. Christian schreibt es gerade, er wollte genauer auf Maurice' Frage eingehen, wahrscheinlich wirklich nach den Inhaltsstoffen oder so. Wollen wir das geschwind einfach machen, ja? Ja, gerne. Hallo. Also, um auf Maurice' Frage einzugehen, Maurice, das Lamiderm Serum basiert auf einem Aloe Vera Gel. Also Aloe Vera und auch Kokosnussöl, das sind sozusagen die Basisträgerstoffe. Das an sich ist ja schon mal gut für die Haut, aber gibt es tausendfach auch sonst in der Kosmetik. Was das Lamiderm so außergewöhnlich macht, ist, dass da auch wiederum diese Wachstumsfaktoren mit drin sind, die wir auch vom Lemonine kennen. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, in welcher Dosis die da drin sind. Da macht die Firma auch ein kleines Geheimnis draus. Aber die sind da drin. Und außerdem ist die Rede von zwei bioaktiven Wachstumsfaktoren. Also ich glaube jetzt mal, dass einer von den beiden wird das FGF2 sein und der andere wird vielleicht was anderes sein. Und dann gibt es das LOX-Enzym. LOX steht für Lysyloxidase. Und das ist ein Enzym, das die Eigenschaft hat, besonders in die tieferen Hautschichten vorzudringen. Also es bleibt eben nicht auf der Epidermis, sondern es geht nach Aussagen der Firma Lifepharm eben in die unteren Hautschichten. Und das ist was ganz Außergewöhnliches, weil die meisten Kosmetika bleiben auf den oberen Hautschichten sitzen. Und das Lamiderm geht eben tiefer rein mit dem Effekt, dass das Elastin und das Kollagen in der Haut verbessert wird, bereits nach wenigen Tagen. Und die Firma spricht sogar von 200-250% Verbesserung nach wenigen Tagen. Also das ist ein unglaublicher Wert. Ich kann es fast gar nicht glauben, dass es wirklich stimmt, aber es scheint so zu sein. Also sie haben ja Messungen gemacht und haben das auch belegt und haben das auch veröffentlicht. Und ich war ja selber auch bei der Vorstellung damals in Bad Wildbad mit dabei, als das Serum vorgeführt worden ist und eingeführt worden ist in Deutschland. Und da hat Dr. Anduchhagen mit einem Messgerät, also eine Hautmessung auch gemacht vor Auftragung des Serums und danach. Und dann konnte man wirklich diese prozentuelle Verbesserung auch feststellen. Also nicht um 300%, weil das hätte ja ein paar Tage gedauert. Mhm. Man konnte innerhalb von wenigen Minuten oder innerhalb von einer halben Stunde eine gewisse prozentuelle Verbesserung feststellen. Dann kann ich dir noch sagen, dass verschiedene Komplexe eingearbeitet sind in dieses Lamiderm. Und zwar Pfefferminzextrakt, dann aus der Schlüsselblume, aus der Primel. Dann gibt es eine Pflanze, die heißt Ehrenpreis. Da ist da auch mit drin Schafgarbe, Malve, Zitronenmelisse, Frauenmantel. Und ich glaube auch Wasser aus den Schweizer Alpen wurde verwendet. Wobei ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen kann, wie sie dieses Wasser dann nach Amerika produzieren, transportieren. Aber ja, also Coenzym Q10, Vitamin C, Vitamin E ist auch noch mit drin. Und das waren jetzt die wichtigsten Sachen eigentlich. Also da ist bestimmt noch ein bisschen mehr drin, aber das Wichtigste war es das. Und ich kann dir jetzt auch sagen, was nicht drin ist. Es sind keine schädlichen Sulfate drin. Es ist kein SLS drin. Das steht für Sodium Lauryl Sulfate. Es sind keine synthetischen Duftstoffe drin. Es wird nicht an Tieren getestet. Und es ist hypoallergen. Ja, also das heißt, es sollte sehr gut vertragen werden, auch von Menschen, die oft zu Allergien neigen. Bei Kosmetik gilt natürlich immer,
man kann nie eine Garantie dafür aussprechen. Irgendwer kann es immer mal nicht vertragen, deswegen einfach mal ausprobieren. Aber Hypoallergen heißt in der Regel, dass es von den meisten Menschen, auch die empfindliche Haut haben, vertragen wird. So, ich hoffe, ich konnte deine Fragen soweit beantworten. Super, also so gut hätte ich es nie hingekriegt. Vielen Dank, das war ganz toll. Ja, danke sehr. Ansonsten wollte ich dir noch sagen, ist hier auch in den Chat ein Link eingestellt worden, da ist das Ganze auf Englisch erklärt. Es gibt aber auch das auf Deutsch, und zwar brauchst du einfach nur in dein Backoffice zu gehen, dich einzuloggen und dann direkt auf der Seite, bevor du ins Backoffice gehst, ist schon der Hinweis auf das Skin Cell Regeneration System. Und da klickst du einfach drauf und dann ist die Präsentation auch komplett in Deutsch verfügbar. Und dann kannst du dich eingehend informieren über dieses wunderbare Produkt. Und Christian, wollte ich nur sagen, wenn du es nicht glauben kannst, du hast ja jetzt wirklich schon viel darüber selber gehört, dann probier es doch einfach aus. Denn wir haben ja hier wirklich schon viele gute Erfahrungsberichte gehört. Ich denke an die Andrea, auch die Angelika, die jetzt da ist, die Martina, und so weiter. Ich habe schon von meiner Mutter erzählt, die ganz begeistert ist und die wirklich, also im Unterschied zu denen, jetzt mal persönlicher Erfahrungsbericht nochmal, anderen Produkten, mit denen man das so vergleicht, wirklich also diese Elastizitätsveränderung gemerkt hat. Und das fand sie wirklich schon erstaunlich. Und meine Mutter wirklich super Skeptikerin. Erstmal, Produkt wie verkaufen und wie kann das was sein? Und und so weiter, ne? Aber nachdem sie es genommen hat, ist ganz heiß und ganz begeistert und ich meine, die ist auch 62, sieht super aus noch für ihr Alter sowieso, aber jetzt auch dadurch und sie hat auf jeden Fall schon genug Erfahrung damit gemacht. Alex, darf ich was sagen? Ja. Du glaubst wirklich allen Ernstes, dass ich Lamiderm nicht nehme, oder? Ja, deswegen hatte ich mich gewundert. Das klang so. Also, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also natürlich habe ich das Produkt genommen. Ja. Was man sieht. aber nee, es ist wirklich, es ist einfach für mich immer schwer nachvollziehbar, wenn ich solche Prozentzahlen höre, von 200, 300, 350 Prozent und zwar innerhalb von wenigen Tagen. Aber es ist ja das, was die Firma gemessen hat und was man auch wirklich nachweisen kann. Also auch wenn ich staunend davor stehe und es eigentlich nicht nachvollziehen kann, es entspricht natürlich der Wahrheit. Ah ja, okay, gut, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich will anders sagen. Okay, Andreas will noch was sagen, Herr Stratt. Müssen wir wieder absetzen. Ja, ich würde auch gerne noch was sagen, was der Alex so ein bisschen verschwiegen hat. Also zum Alex und der Mutter, die habt ihr ja teilweise haben die welche in Bayern kennengelernt. Alex und der Mutter hat nie Produktinformationen bekommen. Die war nie auf seinem Erfahrungsstammtisch hier. Und heute habe ich gehört, weil Alex kleiner Bruder war hier zu Besuch, Alex seine Mama, ohne irgendwie Back-Infos zu haben, irgendeinen Background zu haben, um was es überhaupt da geht, hat sie da irgendwie einen Arm mit was für einem Club? Was ist das? Mit ihren Turnerfrauen. Sie hat jetzt mit den Turnerfrauen, mit den ganzen Mädels jammelt sie hier zusammen und will denen das Lamiderm schmackhaft machen. Finde ich absolut mega geil. Ja, und auch die anderen. Und ja, und die anderen Sachen wahrscheinlich dann auch. Aber wie gesagt, ohne überhaupt mal nähere Infos darüber gehabt zu haben. Wir haben einfach nur gesagt, hier, Silvi nimmt die Sachen mit nach Hause, immer schön futtern und berichten. Ja, ja, ja gut, aber das ist ja auch das einzig Senkrechte, ja? Die eigene Erfahrung ist es und die eigene Erfahrung macht dich glaubwürdig. Die eigene Erfahrung ist auch das, was dann auf die anderen überspringt. Ja? Ich meine, die sehen die Frau ja auch. Ja? Und du glaubst ja, Frauen, also ich sage mal zwischen 15, wahrscheinlich schon früher, weiß ich nicht, so die Turner-Ladies, das kann ich mir richtig vorstellen. Ja? Wenn die immer jünger aussieht, dann wollen die unbedingt wissen. Ja? Das ist ganz klar. Aber was ich so cool fand, ist, die Frau, die hat niemals irgendwie an Marketing gedacht und hat von sich aus überlegt, ich kann da ein Geschäft draus machen. Ne? Ich sage jetzt mal so, ich meine, Geschäft hat hier in dem Thema nichts zu tun, aber das zeugt da einfach davon, wie geflasht die Leute von den Produkten sind, ne? wie gut die sind. Ne? Wie gesagt, die heißt Silvia, die habt ihr noch nie hier im Chat gesehen. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal dabei ist und dann können sie selbst danach fragen. Ja, aber das erleben wir oft, Andreas, dass wirklich die Leute eigentlich
ich sage es mal, nur die Produkte haben wollen und dann empfehle sie es aber weiter. Ja? Also ich kann das von meiner Mama sagen. Meine Mama ist 85 und nimmt also auch das Laminein und ist davon auch völlig begeistert, weil ihre chronische Darmentzündung sich endlich beruhigt hat. Nach, weiß ich nicht, nach 30 Jahren oder sowas. Und jetzt lebt meine Mama ja logischerweise in einem Wohngebiet, wo es lauter so, sag ich jetzt mal, ältere Herrschaften gibt, ja, 70 plus sind die da eigentlich alle, alle so im Eigenheim noch und alle mehr oder weniger fit halt. Ja, die Oma, die vertickt die Laminein da über den Gartenzaun, ja, da hat kein Mensch eine Kreditkarte oder PayPal oder ja, lass mich auch mit, ja, ja, ist ja vollkommen egal, geht dann halt alles über mich und die Oma macht das dann. Also ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass meine Mutter das empfiehlt, ja, ging mir da, also meine Mutter hat ja auch wenig Hintergrundwissen, sagen wir mal einfach. Die sagt zu ihrer 93-jährigen Freundin, das tut mir gut, nimm das auch, ja. Und die nehmen wir jetzt auch. Das ist aber ganz hier, Jacqueline, Thema Mutter. Wie gesagt, ich habe meiner Mutter jetzt auch eine höhere Dosis gegeben, sage ich mal jetzt. Die hat ja viel mitgemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich habe ja jetzt wirklich mal Powerhouse und noch ein paar Dinge oben drauf getan, weil die einfach so down am Boden war. Und sie konnte, ja, sie hat sich total zurückgezogen. Und mittlerweile bin ich echt am Überlegen, ich fahre das total wieder runter. Die Frau, die hat so viel Energie, die kostet mich richtig Kraft mittlerweile. Ne? Die wohnt 70 Kilometer von mir weg. Also die hat heute bestimmt viermal angerufen, ne? Und sagt, wann kommst du denn wieder? Also die ist voll auf begeistert. Jetzt habe ich ihr noch so bioverfügbare Mineralien gegeben. Unser Partner Christian macht ja da so ein bisschen was. Ich hab hier so eine Wasserkaraffe gekauft. Also die Frau, die hält dann jetzt mittlerweile ganz schön auf Trab. Aber zu den älteren Damen und Herren möchte ich noch ein bisschen was sagen. Der Alexander und ich, wir sind ja jetzt hier vor ein paar Monaten umgezogen und wir haben vorher in Limburg gewohnt. Ihr müsst euch das vorstellen. Hier ist unsere Wohnung gewesen. 500 Meter in die eine Richtung war ein Altersheim und 500 Meter in die andere Richtung auch ein Altersheim. Und bei uns vor der Haustür war eine Eisdiele. Und was machen Mädels und Männer, wenn sie viel Zeit haben? Die gehen in die Eisdiele Kaffee trinken. Und jedenfalls, mir blieb nichts anderes übrig. Man konnte wirklich im Sommer die Spuren von dem Rollado im heißen Teer sehen, wo die Mädels da hin und her liefen und sich bei der Eisdiele die Pillen abgeholt haben. Ich habe dann die Mitarbeiterin oder die Besitzerin von der Eisdiele, ist auch eine Partnerin von uns. Das war dann unsere Dealerin, sag ich mal so. Die hat die Leute mit Stoff versorgt. Und ist Wahnsinn, was da abgeht teilweise. Das war ein Mehrparteienhaus. Gut, es war ein Block, ein Wohnblock, sage ich mal, 7 Etagen. Und auf mindestens jeder Etage waren ein oder zwei Familien oder mindestens mal eine Familie, die das benutzt hat. Ja. Okay, toll. Ja, und mit was für Rückmeldungen jetzt gerade bei den alten Leuten? Auch wirklich positiv, oder? Ja, ich hatte ja mal erzählt, hier unser oder Alex, ein dreibeiniger Hund, ne? Ich mache das ja hauptberuflich und wer geht nachmittags mit dem Hund spazieren? Einer, der zu Hause arbeitet und die Rentner mit ihrem Hund. Und dann spricht man ja natürlich auch die Leute drauf an, was hast denn du? Also viele, sage ich mal, die alterstypischen Bedingungen, Gelenkräume, Arthritis und was weiß ich, ganz, ganz tolle Erfahrungen damit. Ja. Mhm. Ich habe einen Herrn gehabt, der hat wirklich nach ein paar Tagen den Rollade in die Ecke gestellt, wie ich den kennengelernt habe. Ich habe den schon ewig gesehen und irgendwann, das ist zwar alles ein bisschen anonym, ist ja Stadt und so ein Wohngebiet 70er Jahre, man kennt die Leute zwar, aber vom Sehen her, aber nicht persönlich. Und dann irgendwann, der hat mich am zweiten Tag, hat mich einer angerufen, wo ich halt eben sagte, wo ich vom Spazieren gehe. Der ist dann mit seiner polnischen Haushälterin, die ist neben dem Rollade hergedappelt, damit er nicht umgeflogen ist. Am zweiten Tag hat er mich wirklich angerufen und hat gesagt, das erste Mal, dass er seit Jahren gut schlafen konnte. Ne? Und dann hat es noch ein Weilchen gedauert und dann ist er so darum gelaufen, ohne sein Wägelchen. Ne? Hm. Ja, so dazu. Ne? Dann machen wir die Silvia Alex, man hört dich nicht.
So, jetzt. Jetzt wieder, genau. Dann hat sich die Silvia schon seit längerem gemeldet. Dann lassen wir die noch sprechen. Bitte schön. Ja, ich hab euch da was zum Erzählen von den älteren Leuten. Ich habe ja zweites Stammbein, bin ich in der ambulanten Pflege. Okay. Und betreue da verschiedene Herren und Damen. Und ein Herr hat Parkinson. Und wir haben dann einfach angefangen mit den Namen rein. Und das ist eigentlich so großartig. Mittlerweile begrüßt er mich mit Guten Morgen, Schwester Silvia. Wobei er vor 3 Monaten gar nichts gesprochen hat. 0,0. Nicht guten Morgen, nicht gute Nacht, gar nichts. Mittlerweile ist er so weit, dass ich sage, hey, was machst denn du da im Bett? Willst du selber raus? Und die Antwort war darauf, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Also das ist so unglaublich. Der nimmt jetzt Laminein seit 3 Monaten. Die Frau von ihm wollte ihm eigentlich nur ein Laminein geben. Ich hätte immer darauf gedrängt, dass er ihr 2 gibt, aber sie ist bei einem geblieben. Keine Ahnung, wenn der 2 oder 3 genommen hätte, was dann passiert wäre, aber das ist unglaublich. Für mich ist das die höchste Freude, weil der liegt schon im Bett, also ist schon bettlägerig und so hat halt die Frau noch ein bisschen was von ihm und kann ein bisschen mit ihm sprechen. Und ja. Er reißt schon wieder richtig Witze, also das ist ein ganz cooler Typ. Mhm. Schon 83 Jahre alt, muss man auch dazu sagen. Ne? Und was meine Oma anbelangt, ja, die ist der Knaller schlechthin. Die ist 88 Jahre, hat Knieprobleme gehabt, ich muss sagen gehabt. Die läuft mittlerweile 3 Kilometer wieder im Wald rum. Der geht es bestens, die hat keine Schmerzen mehr, es ist einfach wirklich nur schön. Okay, super. Ja. Das ist echt toll. Ja. Und er hat wirklich jetzt nur über 3 Monate lang eine Kapsel Laminein am Tag gekriegt. Ja. Ich dachte nur, die Schwaben sind so. Das könnte so bei uns sein. Also, ich hätte immer noch versucht, ihm die Omega mit reinzuflößen. Also man sagt ja immer, ne, zu der Laminine gehört die Omega. Ja. Das Problem ist einfach, dass er die ganz schlecht schlucken kann und kann man nicht aufmachen. Ne? Die sind nicht schön innen drin. Ja. Aber sie versucht es immer wieder, aber das ist so unglaublich, weil es ist einfach so eine Freude, wenn man da reinkommt und es hat dement auch, ne? Also er hat ja wirklich gar nichts gesprochen, null, wirklich null. Und ich kann das so schön verfolgen, weil ich seit 3 Monaten bei ihm bin und regelmäßig da hinkomme und ja, es ist einfach schön, wenn er einfach ein bisschen da ist und ja. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Okay, super. Nee, finde ich klasse. Also kann ich mir richtig vorstellen, weil mein Vater, der war auch ein Pflegefall, so das letzte Jahr seines Lebens. Und wenn die einfach, ja, wenn die Leute noch einmal so ein bisschen wach werden und man kann noch mal so ein bisschen mit einer Rede und kann auch einfach noch mal in Kontakt kommen, das ist einfach so was Schönes. Ja, das ist fantastisch. Vor allem auch für die, die dann pflegen. Ne? Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn man jemanden pflegen muss, wo eigentlich keine Reaktion mehr kommt. Ja. Und das ist wirklich, ja, das ist dann ein ganz großes Geschenk. Toll. Super. Ja, super. Dankeschön. Ja, gerne. Super. Ja, okay, alle nochmal durchatmen. Ich bin auch gerade richtig so, Adrenalin ging etwas hoch. Alles wieder gut. Möchtest du uns dafür vielleicht einen kurzen Erfahrungsbericht geben oder waren es heute zu wenig Laminein, dass du einfach müde warst? Nein, brauchst du natürlich nicht, war Quatsch. Möchte noch jemand was erzählen? Sehr gerne natürlich. Ansonsten denke ich, ist jetzt eine gute Stunde. Wir haben ein paar wirklich tolle Sachen gehört. Ganz klasse fand ich auch vom Christian einfach so diese Beschreibung, was Lamiderm eigentlich ist, was da drin ist. Also wirklich super.
ich würde einfach dazu nochmal sagen, Anti-Aging, ja, so nochmal als Schlagwort, der Markt der Zukunft. Und ich denke, wir haben halt wirklich diesen ganz, ganz großen Vorteil, dieses von innen und von außen und von innen halt natürlich auch dieser gesundheitliche Effekt, der da noch dahinter steckt. Ja. Ich habe immer so ein bisschen als Heilpraktikerin, ja, was heißt Schwierigkeiten, aber für mich ist es immer nicht ganz so wichtig, jetzt ein paar Falten wegzukriegen. Ja, ich sage es mal einfach, wie es ist. Finde ich auch so ein Stück weit natürlich, gehört einfach zum Leben dazu. Ich weiß, dass es da viele gibt, die das anders sehen, aber ich finde halt diese Kombination so genial. Ja, es ist ja nicht nur, dass es jetzt Falten irgendwie besser macht, sondern wir tun ja dem ganzen Organismus was Gutes. Und das finde ich so unglaublich genial. Ja, diese Kombination von wir sehen besser aus, aber es geht uns auch noch besser. Das ist halt für mich was es mir dann auch ganz leicht macht, diese Sachen auch zu empfehlen. Ja. Und das ist sowieso was ich mit Lifefarm erlebe, was ich noch gar nie in meinem Leben so hatte. Es ist so einfach. Ja. Die Leute sind wirklich, die sind zufrieden, die sind dankbar. Es ist überhaupt nicht irgendwie so wie Sauerbier verkaufen oder sowas. Ja, überhaupt nicht. Also ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt hier irgendjemanden nerven, sondern es ist eigentlich immer eine ganz große Offenheit auch da für diese Produkte. Gerade weil halt auch die Themen Burnout, Depression, die sind einfach aktuell, ja. Oder bei den Kindern, das, was wir vorhin ja auch gehört haben, dieses andere Medikament, da ist ja wahrscheinlich Ritalin mit gemeint. Und wenn ich irgendwie eine Alternative anbieten kann zu diesem anderen Medikament, da habe ich ja schon fast gewonnen, ja, wenn das dann auch noch funktioniert, wenn die Schulleistungen besser werden. Überlegt euch mal, was das für diese Kinder und auch für die Familien bedeutet. Also das stimmt schon. Wir können einfach ganz, ganz viel Gutes da weitergeben an der Stelle. Und das begeistert mich halt wirklich jeden Tag aufs Neue an den Produkten von Lifefarm. Jacqueline, ganz kurz. Die Martina hatte sich noch gemeldet. Die wollte wahrscheinlich noch was erzählen. Ich schalte sie mal frei. Martina? Ja, hallo. Warte mal, ich mache auch die Kamera an. Ist ein bisschen sympathischer. Ich hoffe, man sieht mich. Hallo ja. An alle. Hallo. Ich habe auch mit dem Lamiderm ganz tolle Erfahrungen. Ich arbeite ja in der ästhetischen Medizin. Also ich bin kein normaler Heilpraktiker. Ich kümmere mich weniger um die kranken Menschen, aber ich kümmere mich um die, die halt schöner aussehen wollen. Das Besondere an dem Lamiderm ist, dass es wirklich auf drei verschiedene Komponenten der Haut wirkt. Und zwar hat es diesen Fibroblastenwachstumfaktor. Was sind denn überhaupt diese Fibroblasten in der Haut? Das sind die, die das natürliche Hyaluron herstellen. Ihr habt sicher alle schon von Hyaluron gehört. Das ist in der Anti-Aging-Kosmetik das Gang und Gäbe, weil es eben eine Unmenge an Wasser speichert. Es wird in jede Creme reingeknallt und es wird auch gespritzt unter die Haut oder in die Haut, sage ich mal besser. Aber das Hyaluron wird auch von unserem Körper selber hergestellt. Die größte Menge davon haben wir übrigens im Auge, im Glaskörper. Was passiert jetzt? Dieses Lamiderm regt unsere eigenen Fibroblasten wieder an, unser Hyaluron zu produzieren. Das ist was ganz Besonderes. Das macht nicht mal eine Spritze vom Arzt. Also wenn ich Hyaluron spritze und ich mache das, dient das natürlich auch zum Unterfüttern von Falten und zur Rehydratierung der Haut, also zur Rebefeuchtung der Haut. Aber hier werden unsere eigenen Zellen angeregt, wieder Hyaluron zu bilden. Das finde ich ganz fantastisch. Und dazu kommt auch noch eine Anregung auf die Elastinfasern. Es werden neue Elastinfasern gebildet und das hat vorhin schon, ich glaube, der Andreas gesagt, seine Mutter oder Alex' Mutter hat eine ganz andere Elastizität der Haut festgestellt und das ist genau deshalb. Also sie reagiert wieder wie in jungen Jahren, sie ist wieder elastisch, sie zieht sich wieder zurück und das liegt eben an einer Neubildung dieser Elastinfasern. Und dann haben wir auch noch Kollagenfasern, die die Haut kompakt macht, die die Haut fest macht.
und nicht so labberig und dünn, wie sie dann später mal wird mit den Jahren, die ihr halt vorangehen. Und also diese drei Sachen, den Aufbau, Wiederaufbau von Elastinfasern und Kollagenfasern plus körpereigenes Hyaluron finde ich einfach nur fantastisch. Ich glaube nicht, dass eine andere Kosmetikfirma so etwas hat. Kann sie auch nicht, weil sie haben den FGF-Faktor nicht. Ja. Also das möchte ich dazu anmerken zu dem Lamiderm und warum ich davon wirklich ganz, ganz begeistert bin. Ich möchte nochmal eben die Liane, ich sehe Liane, hallo Liane, du nimmst es doch jetzt auch seit 2 oder 3 Wochen und du bist auch aus der Kosmetikbranche. Hast du vielleicht was noch dazu zuzufügen? Müsstest ihr die Liane mal freischalten? Ich schalte mich dann mal jetzt stumm. Danke. Liane, du kannst selber auf dein Mikrofon links unten gehen und es freischalten. Wir hören dich noch nicht. So. Ja, genau. Jetzt, ja, ich habe gesehen, weil bei mir kam eben auch so ein Werbungsfenster hoch. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Okay. So, hallo, ja, ich bin die Liane. Also ich bin jetzt seit circa 4 Wochen hier. Hallo, hallo. Und kurz zu meinem, ja, Andreas, kurz zu meinem Background. Das stimmt, Martina sagt schon, ich komme aus der Kosmetik. Ich bin Permanent Make-up Artist, medizinische Kosmetikerin und ich widme mich hauptsächlich der Anti-Aging-Behandlung, was hier schon gesagt wurde. Und ich möchte das kurz hier einbringen. Martina, ich bin über Martina reingekommen und zwar hat Martina einfach nur Lamiderm erwähnt, dass es eben eine gute Wirkung auf die Haut hat und das habe ich durch Zufall in einer Gruppe, in der ich war, gesehen, habe mir das kurz durchgelesen oder habe sie angefunkt, sie hat mir eine PN geschickt mit ein paar Informationen und innerhalb von 5 Minuten war ich dabei, ne Martina? So, und also kurz zu dem Lamiderm. Mein Ziel war eigentlich, oder warum ich so schnell dabei war, weil ich arbeite als Kosmetikerin in dem Bereich, dass ich durch Micro-Needling, nennen wir das im Englischen, also Mikro-Nadelbehandlung im Gesicht, ich öffne die Haut etwas und schleuse Hyaluron rein während der Behandlung. Und die meisten sind danach richtig happy, weil die Haut wirklich gut aussieht. Aber der Langzeiteffekt ist natürlich nur gering dabei vertreten. Und ich habe mir gedacht, wenn das Lamiderm so toll ist, wie sich das anhört, dann ist das natürlich erstmal wert, es selbst auszuprobieren, was ich auch tue seit 4 Wochen ungefähr. Und natürlich habe ich auch alle anderen Produkte inzwischen, aber begonnen habe ich eigentlich nur erstmal mit Lamiderm, weil, wie gesagt, das andere hat sich dann von selbst so ergeben. Ich bin dann auch sehr ehrgeizig und will es dann auch wissen. Also deswegen kamen die anderen alle hinterher. So, und jetzt ist es so, wenn man das Lamiderm als Nachbehandlungscreme nimmt, nach dieser Behandlung, dann ist das ein sogenannter Aha- und Wow-Effekt, weil diese Reaktion der Haut darauf, ihr müsst euch das so vorstellen, das Needling sorgt dafür, dass unsere eigenen Kollagene gebildet werden im Körper. Und jetzt haben wir dann noch den zweiten Faktor, das Hyaluron durch das Lamiderm. Und natürlich, wenn die Laminine dazu nehmen, wäre es natürlich noch 3-mal besser. Aber es geht jetzt erstmal ums Lamiderm. Und wenn die dann merken, dass diese Haut anfängt, so richtig sich wieder so, ich sag's mal so, um 10 Jahre zu verjüngen, dann ist natürlich auch für den Kunden am Ende ein Sofort-Aha-Effekt gegeben, was natürlich oft dann vorher nicht so war. Und man hat dann oft das Problem als Kosmetikerin, womit wir ja unser Geld verdienen mit diesen Behandlungen, dass die dann gar nicht gerne wieder zurückkommen, weil sie sagen, ach naja, so richtig wirken tut es ja nicht. Und damit haben wir jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie sehen den unmittelbaren Effekt nach der Behandlung. Und wenn ich Ihnen dann sage, wenn Sie es Lamiderm hinterher rauftun, dann ist das nach, also ja, die sind begeistert ohne Ende, weil das ist sofort sichtbar und lang anhaltend. Also ich habe mich mal ein bisschen... Ich weiß ja nicht, ich meine, ihr wisst es ja nicht, ich spreche zwar Deutsch, ich bin auch Deutsch, aber ich lebe in Amerika und ich habe natürlich jetzt mich auf dem englischen Markt etwas mehr umgehört, weil ich ja auch wissen wollte, wie sieht es da aus, zumal ja Life Farm in Amerika viel, viel länger auf dem Markt ist. Ja. Und abgesehen mal von dem System, was viele Amerikaner inzwischen langweilt, aber dieses Lamiderm ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt wie jetzt die anderen Produkte.
Und hier kann man jetzt durch das Lamiderm wieder begeistern für Life Farm. Also es ist der nächste Punkt, den ich festgestellt habe. Das ist die Hintertür, die sich jetzt aufgetan hat, um dann auch die anderen Produkte wieder publik zu machen, weil man, es ist ein bisschen eingeschlafen. Der Ami tickt ja so, dass er was Neues unbedingt schnell haben will, aber genauso langweilt er sich auch so schnell wieder. Ja, also das sind so diese Reaktionen da. Das heißt, ich werd mich zwar auch im deutschsprachigen Raum rumtummeln, weil ich ja auch Familien, Freunde und Verwandte habe, aber ich bin natürlich auch, sag ich mal, sehr ehrgeizig dahinter, hier in meinem Umfeld, wo ich lebe, Leute zu finden, was ich auch gestern geschafft habe. Eine ältere Dame von über 70, die ist, kann es kaum abwarten, dass sie sich einschreibt. Dann wollen wir mal schauen, was sie da macht. Also das sind so Sachen. Ich selbst nehme es seit 4 Wochen. Ich muss dazu sagen, fairer halber, ich hatte noch nie eine schlechte Haut. Ich hab kaum Falten von Anfang an gehabt, außer am Hals. Aber ich habe das natürlich auch meinem Mann verordnet. Und der sieht nach 4 Wochen, also der überholt mich fast, da muss ich aufpassen jetzt. So, da sieht man sofort, die Falten sind weitaus flacher, lange nicht mehr so tief. Sie sind jetzt noch nicht weg, das kann man nach 4 Wochen nicht erwarten. Und ich habe mich dann mit Life Farm ein bisschen mehr beschäftigt und habe auch mal da angefunkt. Wie gesagt, ich rufe dann da auch einfach mal an. Und man hat mir gesagt, Lamiderm sind 90 Tage. 90 Tage, dann hat man das absolut beste Ergebnis sichtbar. Und dann ist es lang, also dann kann man gerne ein halbes Jahr aussetzen und dann wieder anfangen, wenn man möchte. Also es wirkt auch nachhaltig. Also okay, nur mal so die Information. Das finde ich jetzt eine total spannende Information. Weil man hat ja auch oft, also zumindest geht mir so ganz oft so das Thema, ach, das ist aber teuer. Ja. Und wenn man dann aber eben da sagen kann, ja, hör zu, ihr müsst einfach jetzt mal 90 Tage eine Kur machen damit und dann nach einem halben Jahr wieder eine 90-Tage-Kur. Also es ist ja Ermessenssache. Man kann es durchweg nehmen, wenn man möchte. Ja, natürlich. Aber das muss ich jetzt mal wieder so sagen, dass ihr das versteht, warum ich das so betone, der Ami, der will ja so schnell wie möglich was sehen. Wie gesagt, der langweilt sich so schnell. Also hat dieses Unternehmen eigentlich auch, ich sag mal, die Mentalität der Amerikaner etwas benutzt und hat sich gesagt, okay, sofort ein High-Effekt 90 Tage, das ist für einen Ami nicht zu lang und das stemmt jeder. Und wenn sie dann nachher keine Lust mehr haben, dann bleibt es eine Zeit erhalten, sodass sie nach wie vor positiv drüber reden. Und wenn sie merken, es wird sich wieder etwas verändern oder sagen wir mal, aufgrund des Alters, diese Zellteilung geht wieder zurück oder diese Hyaluronbildung geht wieder zurück, dann nehmen die das wieder, weil sie dann kapiert haben, ach ja, 3 Monate schaffe ich ja wieder. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter, denke ich mal. Und deswegen habe ich die Webseitenlinks da mal reingestellt, weil die gibt es auch auf Deutsch. Das ist eine ganz neue, also die ist noch erst 2 oder 3 Wochen online geschalten, die Website über Lamiderm, nur Lamiderm. Mhm. Und da findet man alle Inhaltsstoffe und da findet man auch mit diesen 90-Tage-Challenge. Kann man da auch, das findet man da auch auf der Webseite. Also ich glaube, da gibt es auch viele Deutsche, für die das interessant ist. Einfach, weißt du, schon mal zu wissen, ich muss das jetzt nicht ständig nehmen, weil das da kostet Geld, ne? Das ist wirklich teuer und ich habe auch, die erste Reaktion war auch, ups, ja, weil 79 ist nicht wenig Geld, ja? Und ich hatte auch mit Andreas zwischendurch gesprochen. Mir ist aufgefallen, ich komme nicht mal einen Monat damit hin, wo ich dann gesagt habe, wir sind mir dann doch ein bisschen bald teuer. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel genommen, aber ich bin auch noch nicht so richtig so mit der Menge. Klar, also aber ich sage mal so, das sind ja alles Dinge, die muss man für sich selber rausfinden. Aber wenn ich weiß, ich kann alle, sage ich mal, 20, 22 oder 25 Tage muss ich eine neue nehmen, dann sage ich mache es mal 3-4 Monate und dann ist es wieder gut für eine Zeit. Und wenn ich dann weiterhin Laminine nehme oder ich nehme jetzt auch die Powerbox, also ich nehme alles, dann brauche ich das Lamiderm, dann merke ich das nicht, wenn ich das mal absetze, weil das wirklich der teuerste Faktor in der Gesamtkombination ist. Ne? Ja. Wo viele zurückschrecken und sagen, oh nee, das will ich erstmal nicht. Ne? Ja. Ja, also ganz herzlichen Dank, fand ich jetzt auch wieder ganz tolle Information, die ich auch so noch nicht hatte. Bitte. Dankeschön, fürs Teilen. Ja. Ja, das wollte ich noch ganz kurz anfügen, genau zu dieser 90-Tage-Challenge bietet die Firma ja auch eine besondere Aktion an, nämlich dass, wenn man das eben in der automatischen Lieferung bestellt, diese 3 Monate, die sie eben auch vorschlagen, bekommt man ja das zum besonders guten Preis dadurch, abgesehen von der Ersparnis der Versandkosten und bekommt auch noch ein Warengeschenk von der Firma. Meines Wissens nach sind das dann 2 Dosen mit Produkten, ne?
Also das ist dann schon mal so eine Überlegung wert. Und wie die Liane gut gesagt hat, kann man sich das dann mal 3 Monate vielleicht erlauben zum besseren Preis und mit Geschenk noch und hat noch was für die Kreuzfahrt für seine getan und hat sich auf jeden Fall was Gutes getan. Also ich habe noch keine schlechte Erfahrung darüber gehört. Dann hatte die Birgit sich noch kurz gemeldet und kann dann ja ihre Frage auch gleich mitstellen, ne, aus dem Chat. Ja, ich wollte fragen, ob man Kollagen trinken kann, ob das überhaupt möglich ist, ob das unsere Kosmetikerinnen wissen. Es gibt ja Produkte, wo man angeblich Kollagen trinken soll, ich nehme an, Hyaluron auch. Und da wollte ich nur fragen, ob das überhaupt technisch möglich ist oder ob man das eben auftragen muss. Also da würde ich jetzt, glaube ich, die Martina vielleicht bitten, ob die dazu was sagen kann. Ja, kann ich gerne, Jacqueline. Also es werden Produkte angeboten. Es wird sowohl Hyaluron angeboten zum Trinken, auch als Kapseln zum Einnehmen. Und es wird auch Kollagen angeboten zum Einnehmen. Jetzt sollten wir uns mal überlegen, es muss ja den gesamten Verdauungstrakt durchlaufen. Es wird also aufgespalten. Inwiefern der Körper das nutzt, diese aufgespaltenen Ketten in Form vom Hyaluron, das ist ja ein Polysaccharid, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die haben mir gesagt, ja, ich nehme Hyaluronkapseln und ich merke da was davon. Und es gibt andere, die sagen, nein, ich merke überhaupt nichts. Ich selber habe es natürlich getestet. Ich habe auch sowohl Hyaluronkapseln genommen als auch Kollagen-Drinks gibt es da schon genommen. Da gibt es auch eine Firma, die ist, glaube ich, bei München, die hat sich auch auf sowas spezialisiert. Die stellt diese Drinks her, die werden so im Sinne der Schönheitsdrinks oder so verkauft. Ich sage ganz ehrlich, ich habe bei mir weniger gemerkt, als ich das gemerkt habe mit den Laminines und mit dem Lamiderm. Also ganz bestimmt. Man muss ja immer bedenken, auch Aminosäuren, auch wenn man Eiweiß isst, es wird aufgespaltet, der Körper nutzt es oder nutzt es nicht. Na, ist bei einigen Leuten mehr, bei anderen Leuten gar nicht. Und genau das Gleiche ist mit Hyaluron und Kollagen. Man gibt es rein, da ist es noch ganz, aber dann spaltet der Körper es auf. Und ob er es dann auch genau dafür wieder benutzt, um wieder Hyaluron herzustellen oder Kollagen herzustellen, wage ich mal zu bezweifeln. Es kann sein. Es kann auch nicht sein. Also ich würde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht wirkt es bei dir. Es gibt ja auch die Fälle, wo es zum Beispiel bei Kniebeschwerden, Meniskus kaputt, irgendwelche Knorpelschäden, wo man sagt, ja, versuch's da mal mit diesen bestimmten Produkten, die es da gibt. Da gibt es auch Menschen, die sagen, ja, bei mir hilft's. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, bei mir hat's gar nichts gebracht. Und dann wird halt auch mal Hyaluron gespritzt in die Gelenke. Damit es halt gleich da ist und auch in den langen Ketten, also so wie Hyaluron eben ist, aufgebaut ist und dann auch gleich genutzt werden kann als Gelenkschmiere. Das einzunehmen ist so eine Sache. Also wirklich, es gibt Menschen, die sprechen darauf an und die sagen, ja, ich sehe was. Und ich habe andere gehört, die sagen, nein, gar nichts. Ich gehöre dazu. Also bei mir hat es auch nichts gemacht. Okay. Gut, vielen Dank. Ich denke, ist damit beantwortet die Frage, oder? Gehen wir einfach mal von aus. Ich höre jetzt gerade gar nichts mehr. Okay, Alex, haben wir noch irgendwie eine Wortmeldung? Birgit hatte sich schon ausgeschaltet, aber ja, jetzt wieder. Aber ich glaube, ja. Ja, also ich bin mir nicht so sicher, aber ich finde, nee. Ach komm, stell dich nicht so an. Dann erzähle ich es aber. Dann darf ich es aber wenigstens erzählen. Okay. Was denn? Naja, einer der Anwesenden hat so ein bisschen Probleme mit seinen Haaren und ich habe es jetzt gerade so gesehen. Auf Verdacht habe ich gemeint, sag mal, ist da irgendwie was passiert? Und er mal sagt, also hat mir jetzt geschrieben, er möchte es ja nicht selbst erzählen, dass sie wirklich dichter und ja, ein bisschen ja, dichter geworden sind. Das ist also geholfen hat anscheinend schon nach. 2-3 Wochen, ne? 3? Ich weiß nicht genau. Ungefähr.
Also ähnliche Geschichte wie mit deiner Tochter Jacqueline, wo die da Probleme hatte mit dem Haarwachstum auch, gell? Ja, ich kann da auch noch von meinem Sohn was erzählen, weil ich werde so oft gefragt, ja, hilft das bei Männern auch? Ja, also kurz für die, die es nicht wissen, meine Tochter, die hatte den kreisrunden Haarausfall und es war also hochdramatisch. Die hatte wirklich auf dem Oberkopf so eine kahle Stelle, aber wirklich kahl, und das Mädel war natürlich 23 und todunglücklich. Und wir haben dann Laminein angefangen und ja, nach 3 Wochen begann so ganz zaghaft ein Flaum sich zu bilden, ja. Und jetzt ist ein halbes Jahr rum, die Haare sind jetzt so lang und haben wieder die ganz normale Farbe. Also ist ganz toll, der kreisrunde Haarausfall ist weg. Und jetzt habe ich auch noch einen 21-jährigen Sohn, der schon seit er, weiß ich nicht, 15 ist, Panik hat, dass er die gleiche, also dass er halt Glatze kriegt wie sein Papa. Ne? Der hat das so ein bisschen in der Familie drin. Und der wollte das dann natürlich auch, ist ja klar, ne? Was bei der großen Schwester hilft, das muss bei ihm ja auch helfen. Und es ist wirklich so, er hat mir auch Fotos geschickt, er studiert in Holland, das heißt, ich sehe ihn auch nicht allzu häufig, sehe ihn nur alle paar Monate. Und dann schickt er mir Fotos, wo er dann hier so, guck mal Mama, guck mal, meine Geheimratsecken, die gehen zu, ja, die wachsen zu und überall habe ich so kleine Härchen. Und er hat mir wirklich, ich habe eine Gruppe auf Facebook, wo es auch darum geht, der hat mir von sich aus wirklich einen Bericht geschrieben, der hat mir Bilder geschickt, wo ich echt gedacht habe, also finde ich spannend, ja, so ein 21-Jähriger, der sich da so weit aus dem Fenster lehnt, weil er einfach total selig ist, dass seine Geheimratsecken zuwachsen. Also von dem her, ja, es hilft bei Männern auch, definitiv. Nicht nach 3 Tagen, ja, das muss man einfach auch dazu sagen. Klar braucht es länger, klar müssen auch Haare natürlich wachsen. Also bei der Natascha hat es auch ein halbes Jahr gedauert, bis sie jetzt so diese Länge haben, ist aber normal, ja. Also bitte da keine Wunder erwarten, aber es hilft, ja. Ja. Alex, ich höre dich wieder nicht, du bist irgendwie wieder... Ja, ich hab nur mit Andreas gesprochen. Ach so, okay, alles klar. Ja, ich denke, Leute, es ist kurz vor 10, ja. Also so für meinen Geschmack, ne? Denke ich, war toll heute, vielen Dank, viel gelernt auch, wirklich, also echt gelernt über Zusätze und also fand ich jetzt super spannend mit dieser 90-Tage-Challenge, das wusste ich nämlich jetzt zum Beispiel gar nicht. Finde ich auch was, was man wirklich gut mal den Leuten auch anbieten kann, weil 90 Tage ist übersichtlich. Ja, das ist so, wenn man sagt, ey, nach 90 Tagen, da bewegt sich was, wenn du das richtig machst. Das finde ich auch immer ganz toll, so, dass man jetzt sagen muss, ja, das muss jetzt halt mal ein paar Jahre nehmen, ne, bis sich irgendwie was tut. Ist also nicht so. Fand ich klasse. Nochmal vielen Dank an die Liane für die Infos. Ja, ansonsten danke euch allen. Ich finde immer, es macht wirklich Spaß. Es ist toll, ja. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Wie war das? Schlafen wie ein Stein oder so? Also mich begeistert das ja immer noch mit 38 und 8 Kindern und Opa. Ja, also das finde ich echt cool. Der Mann muss Nerven haben wie ich weiß es nicht, wie breite Nudeln. Ja? Also von dem her, was mit Laminein nicht so alles möglich ist, ja, finde ich echt super. Ich wünsche euch ganz tolle Zeit. Ja, bis in ein paar Wochen ganz bestimmt dann hier wieder an der gleichen Stelle. Dankeschön, Alex, wie immer, super Unterstützung, ganz ja, toll. Kein Problem. Ja, euch allen alles Gute, macht es gut und bis das nächste Mal, ja? Nächste Woche natürlich, ne? Macht's gut. Ja, natürlich, nur dann nicht mit mir, dann mit Angelika wahrscheinlich, genau, ne? Angelika, macht's genau. Gut, bis dahin, dann schönen Abend euch. Ciao. Tschüss.